tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Donarion vor. Donarion ist die Weiterentwicklung von Mabula und Akub und hat einen Käfer-Elektro-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Gestein und Feuer, eine Resistenz gegen Pflanze, Elektrokampf und Stahl sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Bodenattacken gibt. Wenn man auf Donarions Basiswerte sieht, fällt zuallererst dieser wahnsinnige Spezialangriff von 145 auf. Der Rest der Werte ist leider nicht sonderlich gut und gerade die Initiative ist wie bei vielen Pokémon der 7. Generation ziemlich niedrig. Die Defensive ist jedoch insgesamt durchschnittlich und er kann zumindest einen Hit von den meisten Attacken tanken. Die EV verteilen wir voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Attacken nimmt man Käfergebrumm, Donnerblitz, Energieball und Agilität. Donnerblitz und Käfergebrumm sind die beiden Step-Attacken in diesem Set. Energieball gibt Coverage gegen Boden- und Gesteins-Pokémon und Agilität boostet Donarions Initiative auf +2, womit er auf ganze 406 Init kommt. Das ist zumindest genug, um fast alle Pokémon im Spiel zu outspeeden. Als Item hat man hier wieder viele Möglichkeiten. Ein Expertengurt erhöht den Schaden von effektiven Attacken um 20%. Eine Citrobeere gibt Donarion einen kleinen KP-Puffer. Voltium-Z und Insektium-Z können genutzt werden, wenn man noch keinen Z-Kristall im Team hat und man mit Donarion einmal richtig draufhauen muss. Beide Step-Attacken kommen mit dem Z-Kristall auf eine Stärke von 175. Wie dieses Donarion zu spielen ist, erklärt sich eigentlich fast von selbst. Man wirft es in den Kampf, boostet Agilität und haut anschließend drauf. Auswechseln sollte man es nur, wenn es beim Boosten keinen Schaden genommen hat und folglich noch genug KP hat, um ein weiteres Mal boosten zu können. Ansonsten bleibt man mit Donarion einfach drin, bis einem der Gegner ein Chanera, Hatira oder ein Viscogon für die Nase setzt. Gute Teampartner für Donarion sind zum einen Pokémon, die Tarnsteine aus dem Weg räumen können und zum anderen Feuer- und Gestein-Pokémon gut wegräumen können. Wasser-Pokémon machen hierfür generell einen guten Job. Das war's jetzt von meinem Donarion. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.